Steiermark wurde damals gegründet, um arbeitslosen Naturwissenschaftlern sozusagen eine Jobmöglichkeit zu geben. Es ist ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt gewesen, wo man versucht hat, diesen jungen Akademikern Arbeitspraxis beizubringen bzw. Arbeitspraxis zu ermöglichen. Und sozusagen Wasserland Steiermark war das Sprungbrett für diese jungen Akademiker, dann eine Stelle zu finden. Es hat sich dann gewandelt. Es wurde dann ein Projekt für Langzeitarbeitslose im Allgemeinen und vor 2 Jahren wurde dieses gemeinnützige Beschäftigungsprojekt eingestellt. Die Initiative Wasserland Steiermark gibt es noch immer und da gibt es 2 Schwerpunkte. Das eine ist Wasserinformation und das andere ist Wasserbildung. Nachdem es eben diese 2 Bereiche gibt, Wasserbildung und Wasserinformation, ich arbeite in dem Bereich Wasserinformation und da geht es vor allem darum, dass man sagt, okay, wie schafft man in der Bevölkerung Wasserbewusstsein im weitesten Sinne? Im Bereich Bildung geht es darum, dass sozusagen schon die Kinder, egal ob das jetzt Volksschulalter oder Unterstufe ist, mit der Ressource Wasser in Berührung kommen und dass man auch da wirklich im Kindesalter das Bewusstsein für Wasser bereits schafft. Nachdem die Kinder ja unsere größten Multiplikatoren sind, tragen sie das nach Hause zu den Eltern, sie vernetzen sich und es bleibt ihnen sozusagen für die Zukunft. Ja, es ist so, unser Projektpartner, das Umweltbildungszentrum Steiermark, bietet immer wieder für Schulen Projekte an, wo eben Kinder, Lehrer zum Thema Wasser arbeiten, auf einem sehr hohen, sage ich einmal, Niveau. Im Bereich der Wasserinformation geht es natürlich um dieses Ziel 6, das ist Wasser im weitesten Sinne. Wir in der Steiermark haben ja das Glück, dass wir einerseits mit Wasserreichtum gesegnet sind, uns dessen aber schon bewusst sein sollten auch, dass es so ist. Und andererseits, dass wir eine sehr gute, sag ich einmal, Wasserversorgungsinfrastruktur haben und eine sehr gute Abwasserentsorgungsinfrastruktur haben. So gesehen ist ein wichtiger Punkt, dass man das auch für die zukünftigen Generationen einfach erhält. Im Bereich Wasserbildung ist es so, dass natürlich diese beiden Ziele angesprochen werden, einerseits die Bildung, andererseits das Wasser. Und über diesen Faktor Bildung lässt sich ganz, ganz viel machen, nicht nur bei Kindern, sondern natürlich auch in der Erwachsenenbildung. Ja, der Weltwassertag wird jedes Jahr am 22. März zelebriert, sage ich einmal. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass die Menschen, dass das Bewusstsein der Menschen wieder zum Thema Wasser geschärft wird. Das Motto des heurigen Weltwassertages lautet No One Left Behind. Das heißt, dass wir alle Menschen versuchen mitzunehmen, dass sie sauberes Trinkwasser bekommen, eine Wasserversorgung haben, dass sie aber genauso eine Abwasserentsorgung haben, sprich, dass sie eine Toilette haben, dass sie mit Wasser kochen können. Das sozusagen, da spielt wieder ein anderes Ziel dieser SDGs rein, das ist die Gesundheit. Sprich, dass Menschen Wasser trinken können und nicht krank werden davon. Also das ist sicher ein wichtiges Kriterium dabei. Was Wasserland Steiermark und zwar die Wasserinformation betrifft, ist ein ganz wichtiges Medium, unsere Zeitschrift. Wasserland Steiermark, Sie sehen da ein Bild davon, ein Cover von der letzten Ausgabe. In dieser Zeitschrift werden sämtliche Themen zum Wasser abgebildet. Es schreiben von, ich sage jetzt einmal, von Lehrerinnen, von Schülern bis zu allen Universitäten, die es gibt im Land Steiermark, Beiträge über wissenschaftliche Themen, über
Informationsthemen zum Thema Wasser und natürlich auch aus dem Haus, aus der Wasserwirtschaft, Autoren, die sich sozusagen ihr Arbeitsspektrum vorstellen.